Dann und auch nur dann krieg ich meine Valeria zurück. Was ist denn da los? Die ganze Zeit ist ja leer gefegt. Natürlich möchte ich mit dir ein Pärchen werden. Aber... Hast du nicht schon jemanden? Also, mir kommt das alles ein bisschen komisch vor. Es hat doch funktioniert. Also, dieser Herr Pumpernickel, was für ein... Och, Mann, der ist so leichtgläubig, dass er mir glaubt, dass ich einfach ein alter Bekannter bin. Und jetzt hockt er zu Hause und ist eingesperrt. Da kommt er jetzt nicht raus. Ich habe mich erstmal als ihn verkleidet. Moment. Das Gesicht. Ich muss mich auch noch im Gesicht anpassen, wie Herr Pumpernickel. Dann und auch nur dann krieg ich meine Valeria zurück. Ich habe herausgefunden, sie ist nach Brookhaven hingezogen und sie arbeitet in der Schule. Und dieser Pumpernickel hat mir auch versichert, dass sie dort ist. Jetzt hockt er erstmal zu Hause und kann dort auch erstmal bleiben. Das Wetter ist heute nicht so gut, aber ich bin hier schon richtig in der Schule. Aber das darf nicht auffallen, dass ich ihr verrückter Ex-Freund bin. Ich muss so reden wie Herr Pumpernickel. Aber das Ganze werden wir gleich sehen. So, ich gehe erstmal jetzt in die Schule und warte, bis Valeria kommt. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Oh Mann, ich belaste das wirklich echt extrem, dass ich mich so sehr zerstritten habe mit dem Herr Pumpernickel. Also ich meine, eigentlich sind wir doch ein perfektes Paar. Wir beide sind uns sehr, sehr ähnlich. Außer, dass er eben leider kein Vampir ist. Aber das könnte man ja gegebenenfalls auch noch ändern. Wenn das wirklich für ihn so schlimm wäre, dass ich ein Vampir bin und er nicht, dann könnten wir das auch besprechen. Und dann könnte er auch zu einem Vampir werden. Ich habe mich so ein ganz schön kleines bisschen sehr verliebt in Herr Pumpernickel. Aber wenn er die ganze Zeit vor mir wegrennt und sich nicht traut, mit mir zu sprechen, dann kann ich ihm leider auch nicht mehr helfen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Das ist wirklich unfassbar. Aber vielleicht spreche ich einfach noch mal mit ihm. Er müsste ja eigentlich mittlerweile in der Schule sein. Dann sollte ich ihn dort ja auch finden können. Und in der Schule kann er auch nicht so einfach von mir wegrennen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Oh, das ist aber heute ein sehr regnerisches Wetter, muss ich sagen. Das ist aber nicht so schön. Und der Himmel sieht auch sehr besonders aus. Also irgendwie so ein bisschen rötlich. Als wäre ein Blutmond. Das ist mein Lieblingsmond, der Blutmond. So, auf geht's. Das wird ja wirklich ganz großartig. Was sage ich denn jetzt? Ich glaube, ich sollte vorher noch mal ganz kurz ein bisschen üben. Also, bitte verzeih mir. Nein, anders. Bitte verzeih mir, dass ich ein Vampir bin. Ich kann selbst auch nicht... Nein. Bitte verzeih mir, dass ich dich so erschreckt habe mit meinem Vampirbildnis. Bitte verzeihen Sie mir, Herr Pumpernickel. Ich wollte Sie überhaupt nicht erschrecken. Also ich glaube, so richtig üben kann ich das nicht ohne Herr Pumpernickel. Moment mal. Warum ist denn hier alles so leer? Wo sind denn alle? Was ist denn da los? Die ganze Stadt ist ja leer gefegt. Und in der Schule ist es auch alles dunkel. Was ist denn hier los? Herr Pumpernickel? Ich spiele hier am Flügel. Ich hoffe, Valeria kommt gleich hoch zu mir. Herr Pumpernickel? Das ist ja wirklich sehr, sehr seltsam. Schauen wir mal. Wo sind denn alle Schüler hin? Ist heute etwa ein Freitag und ich habe das vergessen? Oh. Hallo, Herr Pumpernickel. Bitte laufen Sie nicht sofort weg. Oh, Valeria. Valeria. Wie geht's dir denn? Hi, Valeria. Hallo. Oh, das ist aber sehr erfreulich, dass du nicht sofort von mir wegrennst. Ich wollte nämlich mit dir sprechen. Ja, Sie können sprechen. Ich habe nur auf dem Flügel hier gespielt. Ich wusste gar nicht, dass du Klavier spielen kannst. Ja. Wollen wir vielleicht zu einem Ort gehen, wo es etwas ruhiger ist? Das können wir natürlich so machen. Wo möchtest du denn hin? Also, das ist ja wirklich eine ganz große Überraschung für mich, dass Herr Pumpernickel jetzt plötzlich wieder mit mir sprechen Lass uns möchte. Doch hier in die Ecke gehen, wo es ganz dunkel ist. Hier fühle ich mich relativ wohl. Es ist hier überall sehr dunkel. Also, ja, genau. Irgendwie scheinst du mir heute ein bisschen komisch zu sein. Ich weiß auch nicht. Wieso denn, Valeria? Was meinst du denn? Du bist plötzlich wieder sehr freundlich zu mir und rennst gar nicht von mir weg. Das scheint mir ein bisschen suspekt. Aber natürlich freue ich mich, dich zu sehen, Valeria. Also, na gut. Also,
Wie lief denn in den letzten Tagen so? Ich habe ja gesehen, du hast dich ja angemeldet bei dieser Online-Dating-Plattform. Hast du da denn schon neue Frauen gefunden? Genau. Ich habe da niemanden gefunden. Ich habe da niemanden gefunden. Und ich muss sagen, Valera, du riechst aber heute ziemlich gut. Danke schön. Du, Riechst du mein Blut auch so stark? Nein, heute irgendwie nicht so sehr. Aber das, können wir ja später nochmal klären, warum das so ist. Wollen wir vielleicht einen Kaffee trinken gehen? Valeria, aber sehr, sehr gerne würde ich mit dir einen Kaffee trinken gehen. Also, mir kommt das alles ein bisschen komisch vor. Es ist dir noch gar nicht aufgefallen, dass ich es bin. Oh, das ist super. Jetzt gehe ich auch mit dir gemeinsam einen Kaffee trinken. Vielleicht verzeiht mir dann meine Valeria und ich nehme sie endlich zurück. Oder sie nimmt mich eher zurück. Jetzt aber wieder Herr Pumperlinkel. Valeria. Ja, setz dich doch. Ja, ich setz mich. Ich schnapp mir mal sowas. Oh, eigentlich habe ich jetzt nicht so Lust. Valeria, ich setz mich erstmal hin. Also, ich muss schon sagen, dass es wirklich sehr überraschend kommt, dass du dich mit mir ausbrechen möchtest. Aber ich muss ja auch sagen, es macht mich ja auch sehr glücklich. Ja, mich macht das auch. Aber warte, wieso macht dich das denn glücklich, Valeria? Na, weil wir uns jetzt endlich ausbrechen und dann könnten wir vielleicht ja doch nochmal ein Pärchen werden. Das wäre ja wirklich schön. Ich habe ja auch gesehen, du hast die eine Schülerin adoptiert. Und da könnte ich mich natürlich auch direkt mit einklinken. Wir sind ein Pärchen? Du willst mit mir ein Pärchen werden, Valeria, aber natürlich hast du nicht jemanden? Natürlich möchte ich mit dir ein Pärchen werden. Aber, hast du nicht schon jemanden? Nein, natürlich nicht. Wirklich nicht? Gab es da auch niemanden in deinem Leben oder so? Vielleicht. Müssen wir jetzt denn über unsere Ex-Partner sprechen? Weil darauf habe ich eigentlich überhaupt gar keine Lust. Es geht doch hier um uns beide. Ja, Valeria, gut. Sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch, dass du nicht mit mir darüber sprechen willst, Valeria. Warum sollte ich denn mit dir darüber sprechen? Valeria, ich muss kurz an die frische Luft. Die Luft ist hier nicht so gut. Ich komme sofort wieder. Also der verhält sich ja heute wirklich ganz, ganz komisch. Und die ganze Stadt ist wie leer gefegt. Ich glaube das nicht. Valeria möchte nichts von mir wissen. Oder beziehungsweise sie erwähnt mich ja gar nicht. Sie erwähnt gar nicht Magnus, ihren Ex-Freund. Was soll das denn? Also so wird das nichts und so kann ich sie niemals zurückerobern. Also, und mit diesem Pumpernickel, mit dem möchte sie zusammenkommen, das gibt's ja nicht. Das ist ja fürchterlich. Na gut, ich glaube, ich muss es irgendwie schaffen. Gut, vielleicht sollte ich ihr die Wahrheit sagen? Nein, das ist eigentlich keine gute Idee, weil dann denkt sie wieder, oh nein, das darf sie jetzt bloß nicht denken. Egal. Valeria? Was denn? Ich habe den Kaffee ausgetrunken. Wollen wir vielleicht zurück? Du hattest einen Milchshake und keinen Kaffee. Hast du das denn nicht geschmeckt? Ja, genau. Der hat mir geschmeckt. Super, war angenehm. Wollen wir zurück zur Schule gehen? Wo war jetzt nochmal die Schule? Welche Richtung gehen wir da nochmal? Du weißt nicht, wo die Schule ist? Doch, weiß ich natürlich. Geh du ruhig vor, Valeria. Ich hab vergessen. Magnus, du weißt also nicht, wo die Schule ist? Wie kommst du denn darauf, dass ich dein Ex-Freund Magnus bin? Ich bin Herr Pumpernickel. Du bist nicht Herr Pumpernickel, das weiß ich ganz genau. Herr Pumpernickel wäre nämlich viel niedlicher und süßer. Der hätte schon längst einen Regenschirm ausgepackt, um mich vor der Nässe zu schützen. Warte. Und du bist einfach nur ein furchtbar anstrengender Typ, Magnus. Was machst du hier? Oh, Valeria, du hast es herausgefunden. Ich bin's, Magnus, dein Ex-Freund. Aber was heißt dein Ex-Freund? Ich hab's herausgefunden. Was bist du hier? Das Valeria, ich jetzt komm, jetzt verzeih mir doch, Valeria, was ich in der Vergangenheit getan habe und komm mit endlich zurück. Ich verzeih dir überhaupt nichts. Selbst wenn ich dir das verzeihen würde, würde das ja nicht bedeuten, dass wir wieder ein Paar wären. Ja, aber Valeria, was soll das denn? Ich bin nur für dich nach Brookhaven gekommen und ich bleibe jetzt auch hier. Was willst du denn hier? Du kennst hier doch überhaupt niemanden. Doch, ich kenne hier schon ziemlich viele Leute. Ich kenne den Herrn Pumpernickel. Oh mein Gott, hast du etwa meinem Herrn Pumpernickel etwas angetan? Oder hast du etwa meinen Schülern was angetan aus der Schule? Na, wo sind denn hier eigentlich alle? Ja, das würdest du gerne wissen, oder? Das wirst du jetzt erstmal so schnell nicht herausfinden, glaube ich, Valeria. Das wüsstest du gerne, wo deine Schüler sind, aber das kannst du gerne herausfinden, Valeria. Du bist doch wirklich die furchtbarste Person, die ich jemals getroffen habe auf dieser Erde. Wirklich, es ist furchtbar mit dir, Magnus. Ich muss jetzt erstmal nach Herrn Pumpernickel und nach meinen Schülern schauen. Wirst dir keinen weiteren Ärger machen. Ansonsten werde ich dich schlagen. Du weißt ganz genau, dass wir in einem Kampf beide gegeneinander
Naja, du weißt, dass ich gewinnen werde. Ich habe schon mehrmals gewonnen. Du bist einfach so schwach. Du hast exakt eine Stunde, um zu verschwinden. Oh nein, ich hoffe nicht, dass sie jetzt herausfindet, dass ich Herr Pumpernickel nichts getan habe. Hm.